Leute, 3 Donuts. Oh mein Gott. Oh. Mm. Das kann nicht sein. Peace, Leute, was geht's? Kevin, ich bin's Marvin. Und wir sind wieder back nach einer Pause. Nach 100 Jahren, Leute, wir sind wieder back. Heute gibt es mal wieder eine erneute 24-Stunden-Challenge. Und zwar unser beliebtestes Video auf diesem Channel. Hier nochmal eingeblendet. Teil 2 von Wer nimmt schneller zu, machen wir jetzt 24 Stunden. Genau, und zwar diesmal Special Edition in Dubai. Leute, Dubai, gleich werden wir abgeholt, dann fliegen wir nach Dubai. Und wir haben die Waage am Start. Genau. Wir wiegen uns jetzt gleich. Und ich würde sagen, die Challenge beginnt, ab dem wir das erste Meal essen. Wir haben jetzt noch nichts gegessen. Genau, ich würde sagen, im Flieger geht es dann wahrscheinlich los mit den ersten Mahlzeiten. Genau, ab da zählt dann die Zeit 24 Stunden und wer schneller zunimmt, der gewinnt. Also es gibt eine fette 24 Stunden Wett-Ess-Challenge. Wir müssen euch Dubai ordentlich durchfuttern. Ja, Mann, wir dürfen alles essen. Jedes Mittel ist recht, um diese Challenge zu gewinnen. Egal, wir trinken, essen, snacken. Genau. Und in 24 Stunden wird abgerechnet. Ich hoffe, in Dubai ist irgendwo eine Waage am Start oder im Hotel. Müsste ja eigentlich, ist eigentlich normal, oder? Wenn wir eine erfragen. Genau. Und Leute, bevor wir hier die Challenge starten, knallt mal fett 20.000 Likes auf das Video für eine neue 24-Stunden-Challenge. Oder wenn wir die Challenge mal in einem anderen Land machen sollen, in Amerika oder so, da gibt es ja auch kranke Essens-Spots. Und ja, wir werden uns durchfressen. Das wird auf jeden Fall eine ordentliche Massephase werden. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir wiegen uns. Aktuellen Stand. Genau, das Gewicht schreiben wir uns auf. Genau. Und ich wiege... Boah, 777. Ey, das ist eine Glückszahl, oder? 777? Ich weiß nicht, ob es eine Glückszahl ist. Hauptsache nicht 666. Oh, nicht, dass du Glück hast vor der Challenge. Mal schauen. Mann. Massephase. 84,3. Jetzt einfach das Shirt hoch, um zu gucken, ob das alles Muskeln sind. Das sparen wir uns für heute. Okay, die Gewichte sind jetzt aufgeschrieben. Und Leute. Go! Yes. Yes. Leute, ab jetzt beginnt die Challenge. Wir haben 21:30 Uhr. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das mit der Zeitverschiebung machen. Auf jeden Fall. Deine Taktik ist anscheinend Alkohol für diese Gewichtszunahme. Nicht schlecht. Das ist Apfelsaft, Leute. Auf jeden Fall. Wir haben erstmal die Vorspeise. Chicken. Schön Proteine. Weil, Leute, wir haben einfach das Gleiche geholt und ich habe mir gedacht, schön Proteine, weil vielleicht nehme ich Muskeln zu und Muskeln wiegen einfach mehr als Fett oder so. Und ja, wir fangen erstmal geschmeidig an. Okay, jetzt wird reingehauen. Zeit für die Hauptspeise. Chicken mit Mascarpone. Noch nie gegessen, Leute. Wir checken das ab. Wenn wir ordentlich sowas drüber machen. Ja, Mann. So, Leute, jetzt wird hier reingehauen. Ey, Leute, das Hähnchenbrust ist einfach noch mit Spinat gefüllt. Richtig lecker. Oh mein Gott. Na, Marvin, schmeckt's dir? Schon. Boah. Wasserpause, Mann. Guten Tag. Na, Schlafzeit. Auf jeden Fall, Leute. Wir schlafen jetzt erstmal hier zum ersten Mal. Und hier ist mein Bett. Das ist echt gemütlich, wirklich. Das ist krass. Und noch ein schöner Sternenhimmel. Für die Vibes. Leute, ich gönne mir jetzt noch einen Film hier. Und zwar Harry Potter. Und danach ist erstmal Schlafenszeit. Ich glaube, noch 4 Stunden, dann sind wir da. Hey, und zwischendurch habe ich jetzt Snacks. Ja, Mann, wir sind versorgt. Schokolade, alles ist da. Dom P ist auch da. Leute, gute Nacht. Guten Morgen, Kelvin. Bist du ready fürs Frühstück? Die Kalorien müssen rein. Die müssen rein, ne? Huch, da kam ja schon was hier. Auf jeden Fall ein Croissant. Keine Füllung. Auf Franzose angelehnt. Oh mein Gott, Leute, ich sehe da eine Füllung. Gefährlich, gefährlich. Das muss ich mir kurz reinbomben. Oh.
Leute, nach einer langen Reise sind wir endlich angekommen. Ja. Check kurz die Location ab hier. Wir haben hier eine fette 1 Kilo Fleischplatte, ne? Genau. Gucken, ob wir satt werden. Und der Nachtisch, da macht ihr individuell. Jetzt haben wir erstmal eine fette Fleischplatte. Ja. Natürlich mehr Naschen als du. Pommes sind auch da. Genau. Boah, Nachtisch wird auch eskaliert. Ich würde sagen, wir machen heute, weil wir jetzt wegen Flug und so, Zeitverschiebung, dies, das, heute und morgen nochmal den Tag essen und dann den Tag danach wiegen. Genau, Hauptsache die gleichen Bedingungen, ja. Zeitverschiebung. Ja, Mann. Und ja, es wird kalorienreich und jetzt wird erstmal reingehauen. Rein damit. Lego. Hier sind 2 Pizzastücke. Hey. Klaue ich jetzt mal hier. Nee, ich wollte die essen. Und jetzt noch hier schön Pommes drauf. So, das gelben. Gelben, ne. Machen keine Faxen hier. Räumen wir das jetzt schön ein. Hey, Junge. Und rein. Hey, gelben, klaut mir das Essen. Was auf dem Tisch, Digga. Oh mein Crepe. Gott. Wir haben hier einen Crepe mit Erdbeeren, Soße. Dann haben wir hier Eiscreme. Guck dir das an. Oh mein Gott, Leute, was ist das hier alles? Leute, auf gesund, ein bisschen rum. Hey, lass mir was übrig. Ich werde jetzt auch reinhauen, Leute. Ich werde gewinnen. Let's go. So, Leute, wir haben Essen bestellt. Oh mein Gott, was haben wir hier? Einen geilen Cheeseburger mit Pommes. Dann haben wir hier noch einen Lachs. Uff, Digga. Na, da machst du Auge, wa? Sieht geil aus. Oh, das ist Marvins Nachtisch. Das ist mein Cheesecake. Die haben mein Eis vergessen. Ich muss sofort nochmal anrufen, dass sie mein Eis nachliefern. Das geht gar nicht. Dann zeige ich euch mein Eis gleich. Boah, dieses Knoblauch und Käse. Frank. Oh mein Gott. Da haben wir beide sogar Sushi nochmal. Pommes. Und mein Eis kommt noch, wie gesagt, Leute, direkt anrufen jetzt. Oh mein Gott. Leute, ASMR. Oh mein Gott. ASMR. Boah. Ich mach den Drip-Test. Alter, wie der aussieht. Wie aus dem Bild, ne? Ja. Boah. Boah. Wie ist das Fleisch, Bruder? Krank. Boah, aber direkt der Burger. Jetzt wird gefetzt, aber ich muss doch vorher anrufen. Mein Eis fehlt noch. Ich schau mir die Kalorien schon mal ein. Das ist bestimmt mein Eis jetzt. Ist geil. So, mein Nachtisch ist angekommen. Schön lecker Eis. Mit ein paar kalorienreichen. Ich weiß gar nicht, was das an der Seite ist. Werde ich gleich mal essen. Sieht aus wie Marshmallow, oder? Das ist, glaube ich, irgendwas Sanftes. Auf jeden Fall kalorienreich. Nachtisch. Guten Morgen, Leute. Aufwärmung. Erstmal hier Bohnen, Lachs, random irgendwas gepackt, ne? Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Leute. Von unserem Hotel hier. Genau. Erstmal Frühstück reinhauen. Zum Aufwärmen hier. Oh, mein Lachs. Den kann ich nicht verzichten, egal ob ich gönne oder durchziehe. Ja, man, probier mal was. Hey, komm. Direkt mal hier. Die Bohnen erstmal. Boah. Jetzt gibt's noch hier schön ein Omelette. Hier mit schönen Käse und so. Schmeckt abschmecken, Digga. Wie schmeckt das? Direkt mit ein bisschen Brot hier. Ja. Aber natürlich macht Marvin mir keine Konkurrenz, denn ich habe auch ein Omelette. Und natürlich ein Cappuccino mit Hafermilch. Du bist frei, Leute. Rein in die Masse. So, Leute, mein nächster Snack ist auch bestellt. Da kommt doch schon Marvin. Oh. Na, was hast du da Schönes? Auf jeden Fall, Leute, hier mein Müsli. Noch ein bisschen auf clean, ne? Aber ist auch wichtig, damit die Verdauung gut läuft, damit ich mir richtig räudig was reinziehen kann. Und was haben wir hier? Ein knuspriges Croissant, Schinkenkäse, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Dann hier auch nochmal mit irgendeiner Füllung. Hier weiß ich schon, das drauf sieht auf jeden Fall richtig krank lecker aus. Hier so ein Plunder mit Beeren und dann auch nochmal ein Schoko-Croissant. Also echt gute Schweinereien jetzt im Gönnen. So, Leute, nochmal ein bisschen nachgelegt. Kapus kam gerade auch an. Hier ein bisschen Müsli. Das füllt schön den Magen, Leute. Ich fange jetzt mal locker an für heute. Und noch schöne Grüße an Philipp. Aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt einen freundlichen Kommentar mit Hashtag die Glocke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! Hey, wo ist denn das Eis her? Die Kalorien müssen rein. Hey, davon hast du mir gar nichts erzählt, Junge. Was soll das denn? Melone. Boah, Leute, zieht durch die Aussicht hier rein. Diese fette Location an, ne? Wirklich schön hier. Ja, Mann. Gleich gibt es noch weiteres Essen. Ich würde sagen, wir machen die Challenge noch bis 0 Uhr. Alle Mittel sind erlaubt, würde ich sagen. Wir können alles trinken, was wir wollen. Ja. Alles okay, okay. Ich sollte heute mal viel gewinnen. Oh, jetzt werde ich schlagen. Ich muss mir was überlegen. Ich muss mir was Gutes überlegen. Bäm.
XXL Pizza. Fette Pizza am Start, Mann. Ey, so ein fettes Stück, ne? Muss man erstmal unter Kontrolle bringen. Oh mein Gott. Schön. Oh mein Gott. Ist sie gut. Lava. Oh mein Gott. Okay, ich muss auch essen. Die ist so krass lecker, ne? Leute, wenn ihr das jetzt schmecken könntet, ne? Junge, der Käse schmeckt wie Butter, Alter. Ja, ey, der Käse ist zu wild. Ey Leute, ich schicke euch gerade den Geschmack einfach mal rüber. Leute, im Abend kann ich mehr. Bist du voll? Das ist mein Win, würde ich mal sagen. Ist hier auch noch. Ey, ganz ehrlich, du hast recht. Challenge dein Mann, ist deine Aufgabe. Dafür trinke ich mehr. Geheimtrick. Trick 17. Trick 18. Ich will einfach mehr als du essen. Mann. So, Kuchen und Teekränzchen, ne? Ja, auch wenn ich voll bin, aber Nachtisch, da ist immer extra Platz im Magen, Leute. Schön auch mal auf hier, ne? Schön aufgießen, ja. Das gieß ich mal auf hier, den guten Stoff. Und? Cheesecake. Kalorienreich? Ich nehme jetzt hier unten. Boah. So. Und gleich noch Zwischensnacks. Ich werde mal gucken. Auf geht's, halt es ran, Junge. Rein damit. Halt es ran. So Leute, kleiner Zwischensnack. Schön Sushi am Start. Ey Leute, Marvin ist gerade voll abgelenkt mit der Shisha. Ich werde jetzt auf jeden Fall alles essen. Ich hoffe, der merkt nichts und ist abgelenkt. Noch zwei, ich werde die so weghauen. Leute, der letzte. Das waren richtig viele Kalorien, nur für mich. Ich muss die Challenge gewinnen. Boah, und? Das sind meine Sushis. Und alle in meinen Bauch. Ey Leute, ich habe gerade geduscht und habe gesehen, dass Marvin eingeschlafen ist. Wir wollten eigentlich gerade in die Mall gehen und ein bisschen shoppen, essen. Aber das Ding ist, Leute, die Challenge läuft ja, wer nimmt die 24 Stunden mehr zu? Und ich denke mir jetzt gerade so, ey, ich wecke ihn nicht, gehe allein in die Mall und werde richtig fett essen. Ich nehme die Kamera natürlich mit und dann werde ich wiederkommen und dann werde ich mir noch was für zu Hause mitnehmen. Dann werde ich vor Marvins Augen weiter essen und die Kalorien nämlich hier reindrücken, damit ich die Challenge gewinne. Und tschüss. So Leute, ich bin jetzt hier in der Mall angekommen und jetzt kaufe ich mir beim Chinesen lecker Nudeln. Auf jeden Fall werden die schön fett und frittiert sein, ordentlich Kalorien. Let's go. Hey Leute, überall essen, ich drehe am Rad. Five Guys, Leute, ich gönn mir gleich einen fetten Burger. Safe. Ich muss jetzt kurz die Donuts essen. Ich finde, es bleibt kein Platz zum Sitzen. In der Mall ist es so groß. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese Sorten an. Das ist eine amerikanische Marke. Ey, ich bin so froh, dass es die hier gibt. Direkt mal probieren. Und ich werde mir die jetzt alle aufeinander stapeln. Und dann beiße ich da rein. Leute, drei Donuts. Oh mein Gott. Ah. Boah. Boah. So Leute, ich habe hier nettes Plätzchen gefunden. Ich wollte gerade essen, dann kommt das hier. Darauf doch erstmal ein Milchshake. Und übrigens, Leute, genau da ist unser Hotel. Werde ich diesen leckeren Burger probieren. Ich habe noch nie bei Five Guys gegessen, so nebenbei. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Bin gespannt. Ein Cheeseburger. Lecker.
mein Gott, Leute, ich bin einfach eingeschlafen. Wo ist Calvin, Mann? Ich muss ihn anrufen. Er ist einfach weg. Leute, Calvin geht die ganze Zeit nicht ran. Wo kann der sein? Das macht mir richtig Angst jetzt. Ich hatte nur noch 2 Stunden. Dann ist die Challenge vorbei. Ich muss irgendwas essen, Alter. Heute viel zu wenig gegessen. Ich habe jetzt so langsam wieder Hunger, das ist das Gute. Ich habe eine Idee. Ich weiß auch jetzt, wo Calvin ist. Ich habe den eben angerufen. Der ist einfach in der Mall drin. Ohne mich. Und der isst, meinte. Ich spare mir das Ganze, ne? Die Challenge heißt, der Wer nimmt schneller zu. Und Leute, ich habe jetzt hier alles zusammengekratzt an Getränken, was hier so geht. Ich werde jetzt so viel trinken wie möglich bis 0 Uhr. Und das Ding ist, wenn ich ganz viel trinke und jetzt nicht auf Toilette gehe, dann bleibt das alles im Magen. Ich gebe nicht so leicht auf, Leute. Ich darf aber nicht auf Toilette. Das heißt, ich mache das gleich, bevor 0 Uhr ist und bevor Calvin da ist. Falls er kommt, muss ich die Tür abschließen. Es tut mir leid, Calvin, aber du darfst hier nichts trinken. Du darfst nicht meinen Plan machen, weil ich glaube, so schlau bist du nicht. Calvin, ich werde gewinnen. Leute, los geht's. Erstmal die Schokoladen. Oh, die sind auch schön schwer. Boah, da ist eine Füllung drin, Alter. Cheers. Leute, ich glaube, Bier ist noch mal ein bisschen schwerer am Magen. Cheers. Ich hoffe, das reicht. Aber ich glaube, das müsste reichen. Wenn ich jetzt nicht auf Toilette gehe, noch 1, 2, 3 Wasserflaschen trinke, müsste es easy für die Challenge reichen, Leute. Ich glaube, der Sieg ist meins. Wir sehen uns nachher in der Kälte. So, im Hotel angekommen, mal gucken, was Marvin in der Zeit gemacht hat. Ich hoffe, nichts gegessen. So, hier habe ich noch was zu essen, schön vom Chinesen. Bin wieder da. Hey, was ist denn hier passiert? Warum sind hier so viele Wasserflaschen? Marvin, wo bist du? Was denn du da? Hey, hast du ganz viel getrunken oder was? Was hast du gemacht, Junge? Ich bin richtig fett gefressen, Digga. Junge. Boah, was vom Chinesen? Weißt du, was schwerer ist als essen? Was? Die ganze Zeit trinken und nicht auf Toilette gehen. Ah, trink halt auf viel Gewicht. Boah, guck mal, was ich hier hab vom Chinesen, Digga. Bruder. Was denn? Ich will mich beeilen. 23:59, oh mein Gott. Calvin, die Zeit läuft. Calvin. Ich sehe die Sekunden zwar nicht, aber wir sehen. Wir sehen, wenn 0 Uhr ist. Boah, was hast du denn da geholt? Du hast doch gar nicht gegessen? Doch, aber ich hab noch mehr geholt. Oh oh, stopp. Ist vorbei, hallo. Ey, willst du disqualifiziert werden? Willst du eine dicke Strafe bekommen oder was? Das kannst du nach der Challenge weiter essen, oh ja? God. Das esse ich nachher vielleicht. Hey, Mist, ich wollte nur trinken für Gewicht. Stick auf Toilette, wir müssen uns jetzt wiegen. Oh, die Entscheidung kommt jetzt. Okay, das große Wiegen geht los. Ich weiß noch mein Gewicht. 77,7 am Anfang. Ist eine Glückszahl, aber ich denke, du hast Pech, diese Challenge. Mist, du hast mehr getrunken, Mann. Das könnte dein Glück sein. Ich habe 84,3 gewogen. 84,3. Und wir gehen jetzt auf die Waage, Leute. Okay. 84,3 vorher, Marvin. Und jetzt wiegt Marvin. Was? 88,1. Bam. 3,8 Kilo habe ich zugenommen. War schon heftig. Du bist dran. Mist, ey. Ich hoffe, ich halte jetzt nicht daran, dass ich jetzt zu wenig getrunken habe, ne? 7,7,7 hat Calvin vorher gewogen. 77,7. Und er wiegt jetzt. Jetzt. Oh, wow, wow, wow. 81,5. Warte, oh, warte, 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 warte. Jetzt wollen wir es genau wissen. 81,5. Was? Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Warte mal. Bei Teil 1 haben wir da nicht auch gleich gewogen? Lava. No joke. Ich weiß es gerade nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare. Was? Leute, guck mal den ersten. Wie kann das denn sein? Ich hab nicht mehr getrunken. Ich hab einfach mehr gegessen und du hast mehr getrunken. Ich dachte, mein Masterplan geht auf. Ich hab gedacht, ich verliere, weil ich es nicht getrunken hab. Du hast einfach mehr gegessen, ich hab mehr getrunken. Oh mein, ey. Leute. Das heißt, keiner kriegt eine Strafe. Was? Und Tatsache ist, hätte ich noch eben ein bisschen trinken können, hätte ich gewonnen. Ey, ich glaube ehrlich auch, in der letzten Challenge war es genauso, oder? Ja, Leute, guck mal den Teil 1 von den 24 Stunden. Ich glaube, was? Ey, Leute, das ist gerade Gänsehaut. Das ist gruselig. Das ist der Teil 2. Was zur Hölle geht ey, hier ab? Leute, das Schicksal für den Teil 3.
Spreng die Likes für Teil 3. Oh mein Gott, vielleicht in Amerika oder so. In einem anderen Land. Das ist gruselig. Einfach hier in Dubai, gleiche Gewicht. Crazy, Mann. Digga, aber war eine krasse Challenge, Mann. War eine krasse Challenge. Leute, ich glaube, das schreit echt nach Teil 3. Ja. Macht Welle, sprengt die Likes, teilt das Video. Und vielleicht kommt dann schon noch bald Teil 3. Ich gehe erstmal auf Toilette. Bis zum nächsten Video. Peace.